unsere Einladung angenommen? Nein, Katrin, um minutinho que eu falo, porque, enfim, o botãozinho ele vai abrindo outras janelas e tal. Tá eu dou aqui. Eu vou só falar em português rapidinho, só para explicar o contexto e daí depois. É, alguém está com o YouTube aberto? Não. So, ich glaube, dass eigentlich wir sind schon live. Ja, wir sind schon live. Bom, eu gostaria de saudar a todos, dar uma calorosa boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Gostaria de me desculpar também pelo fato de a gente ter tido alguns problemas técnicos aqui no nosso início desse seminário, do nosso ciclo. Agora o professor Christopher Yammer já está com a gente tinha tido uma pequena falha de comunicação. Então, antes de a professora Katrin começar a fazer uma apresentação do nosso palestrante de hoje, eu queria só passar com vocês alguns detalhes técnicos bem breves. A gente vai fazer uma exposição de mais ou menos 45 minutos, com um texto disponibilizado para vocês aqui pela própria tela, eu vou compartilhar com vocês. Vocês vão poder acompanhar, o professor Yammer vai ler em alemão. E depois da leitura, a gente vai abrir para perguntas do público. Vocês podem fazer essas perguntas do público nos canais que vocês tiverem, seja no canal do IFCH, seja no canal da Revista de Estudos Hegelianos, seja no Facebook do IFCH. E daí depois a gente vai direcionar essas perguntas para o professor Yammer. Se vocês quiserem fazer elas diretamente em inglês, em alemão, melhor. Se vocês não se sentirem confortáveis com isso, quiserem escrever em português, a gente também pode tentar uma tradução improvisada e passar essas questões para o professor Yammer. Bom, então é isso. Eu passo a palavra, então, para a professora Katrin Rosenfield, aqui da URGS. Also ich werde noch schnell auf Portugiesisch erklären, Sie vorstellen und dann übergebe ich Ihnen das Wort. Boa tarde a todos. Eu tenho agora o prazer de abrir o nosso segundo evento neste ciclo de palestras organizado pelos Estudos Hegelianos e pelo CDA, o Centro de Estudos da Alemanha e da Europa, que eu represento como membro fundador. Os meus colegas Ricardo Criciúma e Wagner Quevedo vão depois publicar essas reflexões que nós apresentamos aqui, outras, nos estudos hegelianos. Hoje nós temos o prazer de ter a presença do professor Christoph Yammer, que é filósofo, germanista e também passou pela literatura comparada. Ele foi colaborador do professor Pögler no arquivo Hegel, em Bochum, onde ele também se habilitou. Passou um tempo como fellow no Netherlands Institute of Advanced Studies. Depois virou professor de História da Filosofia em Jena. E desde 97 ele tem a Cátedra de Filosofia na Universidade de Lüneburg. Ele também foi decano dos estudos culturais e desde 2007 ele é membro do Graduiertenkolleg Culturas da Crítica. Ele vai nos falar hoje de Hegel e Hölderlin, a teoria do trágico. Lieber Professor Yammer, ich übergebe Ihnen jetzt das Wort und wir werden die anderen Leute ausschalten, also wir werden backstage bleiben und nur Sie werden am Bildschirm erscheinen. Okay, vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Rosenfield, und auch vielen Dank den Kollegen für die Einladung. Ist meine allererste mein allererster Besuch in Brasilien, ja in Lateinamerika überhaupt. Wenigstens virtuell, aber immerhin ist doch ein erster wichtiger Schritt für mich. Also ich freue mich sehr. Ich habe das Thema ausgewählt, Hölderlin und die Tragödie, weil es ein auch sehr philosophisches Thema ist, weil es so im Grenzgebiet zwischen Philosophie und
Literaturwissenschaft angesiedelt ist. Man müsste natürlich, wenn man das Thema ernsthaft behandelt, müsste man zunächst mit der Tragödie Empedokles beginnen, die Hölderlin ja in verschiedenen Fassungen geschrieben hat. Das habe ich aber an anderer Stelle unter anderem ja schon in meiner Dissertation ausführlich behandelt. Deshalb will ich das heute nicht tun, sondern mich auf die Theorie des Tragischen und der Tragödie konzentrieren, die sich vor allem in 5 grundlegenden Texten findet. Der erste wichtige Text ist der sogenannte Grund zum Empedokles, der im August, September 1799 zwischen der zweiten und der dritten Fassung des Dramas Empedokles entstanden ist. Der zweite Text, auf den ich mich beziehen werde, ist bekannt unter dem Titel Das Werden im Vergehen oder in den früheren Ausgaben Das untergehende Vaterland. Der ist um die Jahreswende 1799-1800 entstanden. Der dritte Text ist ein ganz kurzes Fragment mit der Überschrift Die Bedeutung der Tragödien, ungefähr aus dem Jahre 1803. Der vierte Text, auf den ich mich beziehen werde, sind die Anmerkungen zum Ödipus und die Anmerkungen zur Antigone. Also die Kommentare, die Hölderlin zu seinen Übersetzungen dieser beiden Tragödien des Sophokles verfasst hat. Die sind im Frühjahr 1804 entstanden. Und das letzte und fünfte Dokument, was man heranziehen müsste, ist der erste Brief an Böhlendorff aus dem Dezember 1801. Von diesen 5 Texten werde ich mich vor allen Dingen im Folgenden auf 2 konzentrieren, auf den Grund zum Empedokles und auf die Anmerkungen zu den Sophokles-Tragödien. Zunächst also zum Text Grund zum Empedokles. Ich will übrigens vielleicht vorausschicken, dass, wenn Sie sich jemals mit Hölderlin beschäftigt haben und diese Texte gelesen haben, sie gehören übrigens auch für Deutsche zum Schwierigsten, was eigentlich in der deutschen Literatur und Philosophie geschrieben worden sind. Also allein die Anmerkungen zur Antigone und zum Ödipus sind so kompliziert, dass man eigentlich über jeden Satz fast ein ganzes Symposium machen könnte. Also verzweifeln Sie nicht, wenn Sie sich mit den Texten beschäftigen. Das ist eigentlich bisher jedem so gegangen, der sich damit ernsthafter auseinandergesetzt hat. Also Grund zum Empedokles. Worum geht es? Es geht um ein ganz zentrales Thema, das den späten Hölderlin beschäftigt von Anfang an, nämlich um die Bedingungen der Möglichkeit der Erkennbarkeit der Einigkeit. Wie Sie vielleicht wissen, ist Hölderlin ja mit seinem Freund Hegel ausgegangen von einer Theorie des All-Einen, des Henkai-Pan. Und in der Spätzeit stellt er sich die Frage, wie eigentlich diese Alleinheit sich mit der Welt vermitteln kann. Das ist, glaube ich, das Grundproblem. Hölderlin ging aus, ganz mit Rousseau, von einem strikten Antagonismus. Denken Sie an Urteil und Sein. Wir haben die Sphäre des Seins, die völlig abgetrennt ist von der Sphäre des damals genannten Urteilens. Man könnte ganz grob sagen, von der Sphäre der Welt. Und im Spätwerk versucht Hölderlin zu zeigen, dass es hier eine sehr viel engere Beziehung gibt und dass man die nicht mit einem bloßen Antagonismus fassen kann. Also es geht um die Bedingungen der Möglichkeit, wie wir diese Einheit, diese Einigkeit überhaupt erkennen können. Geht es in der Religion bzw. Offenbarung um die Trennung aus Freiheit? Und darum, dass und wie in der Trennung das Ganze als Ganzes zu sich kommt, so ist das Grundproblem des Tragischen das Herausgehen des einen aus sich. Hölderlin hat das an einer anderen Stelle mal in einem Homburger Aufsatz als die Willkür des Zeus bezeichnet. Und das ist eigentlich nichts anderes als die schlichte Fragestellung,
warum hat ein Gott, der eigentlich in sich ruhen müsste, der die absolute Vollkommenheit in sich hat, den Schritt in die Welt getan? Warum hat Gott eigentlich die Welt geschaffen? Das sind Fragen, die auch Schelling übrigens zeitlebens beschäftigt hat. Also warum ist überhaupt das eine in sich Vollkommene aus sich herausgegangen? Eine Frage, die ja auch im Neuplatonismus gestellt wurde, etwa bei Plotin. Also das ist das Grundproblem im Tragischen. In der Lyrik, Hölderlin behandelt zunächst im Grund zum Empedokles die tragische Ode. In der Lyrik, beziehungsweise in der Poetik mitbegründet, wird das Verhältnis zwischen Grundton und Kunstcharakter, zwischen innigem Geist und Offenbarungstendenzen, zwischen Wesen und Erscheinung beziehungsweise Zeichen. Der Grundton ist nur am Kunstcharakter ablesbar. Da haben Sie eine Denkfigur, die sich beim späten Hölderlin durchhält. Wir können das eine nur in seiner Zeichenhaftigkeit erkennen. Wir können es nicht direkt greifen. Wir können es nicht direkt fassen. Das sagt er zum Beispiel auch in seinen Pindar-Fragmenten. Es gibt keinen unmittelbaren Zugang dazu. Hier wird es eben poetisch ausgedrückt als Verhältnis zwischen Grundton und Kunstcharakter. Der Grundton ist, wie ich gesagt habe, nur am Kunstcharakter ablesbar. Die Grundfigur von Hölderlins Poetik ist die Darstellung in und durch einen Gegensatz. Die Darstellung e contrario. In dem den Grund zum Empedokles einleitenden poetologischen Traktat über die tragische Ode wird eine dialektische, könnte man sie nennen, Bewegung konstruiert, die ihren Ausgangspunkt, den Hölderlin hier Anfangston bzw. Urton nennt, die also ihren Ausgangspunkt vom reinen Geist, von der göttlichen, höheren, reinen Innigkeit nimmt und über ihren Gegensatz, das Bewusstsein, den durch Übermaß der Innigkeit entstandenen Zwist zur Stufe der Empfindungen gelangt, zu einer bescheideneren Innigkeit und stillen Besonnenheit. Kurz zu einer Synthese beider Gegensätze, die Hölderlin auch das Idealische nennt. Man könnte fast an eine Hegelsche Figur denken, dass man nämlich den Anfangston wiederfindet, aber auf einer höheren Stufe, mit Besonnenheit, wie Hölderlin schreibt. Tragik ist also der Weg der übergroßen Innigkeit, der ursprünglichen Empfindung, zur höheren Innigkeit. Diese höhere, neue Innigkeit zeichnet sich gegenüber der ursprünglichen dadurch aus, dass sie die Erfahrung von Entzweiung gemacht und in sich aufgenommen hat. Von der tragischen Ode ist die Tragödie, das tragische, dramatische Gedicht, zu dem Hölderlin dann übergeht, zu unterscheiden. Hier wirkt sich die Entgegensetzung universell in Stoff und Form aus. Ich gehe also über zur Tragödie, zweiter Teil des Grund zum Empedokles. In der Tragödie, sagt Hölderlin, ist der Stoff fremd und kühn, die Gegensätze schärfer, weil das göttliche Innige tiefer ist. Unablösbar, so wird hier deutlich, ist Hölderlins Theorie der Tragödie von der theologischen Offenbarungsproblematik. Was ich gerade ja sagte, wie hat sich das eine sozusagen der Welt mitgeteilt? Wie kann Gott eigentlich mit der Welt sich vermitteln? Die Tragödie ist kein unmittelbarer Ausdruck der dichterischen Empfindung und Erfahrung. Hölderlin schreibt, das Göttliche, das der Dichter in seiner Welt findet und erfährt, offenbart sich in der Tragödie nur in der Verbergung. Auch eine wichtige Denkfigur des späten Hölderlin. Nur in der Verbergung offenbart sich das Göttliche. Die Innigkeit ist mehr symbolisch präsent. Denn an sich
ist sie unaussprechlich. Das künstlerische Bild, schreibt Hölderlin auch, muss die Empfindung verleugnen. Da das Innige also nicht direkt, sondern nur in positivsten Unterscheidungen, so Hölderlin, darstellbar ist, muss der Dichter sich einen möglichst fremden Stoff wählen. Ein wichtiger Punkt, die Fremdheit. Die Fremdheit der Formen dient der Lebendigkeit. Nur die Sprache, die Poesie macht die Innigkeit sichtbar, weil sie allein das Unmittelbare zu vermitteln weiß. Die Innigkeit muss und kann sich hier entäußern. Mit Hölderlins Analyse des Tragischen geht eine Umwertung der Fremdheit. Der Begriff wird im Text 6-mal genannt, eine Umwertung der Fremdheit einher. Und zwar im Zusammenhang einer Theorie des fremden künstlerischen Stoffes. Die Fremdheit ist nicht mehr schlechte, weil unvollständige Vereinigung, sondern die einzig mögliche Form der Präsenz des Göttlichen. Das Göttliche ist nur in der Entzweiung darstellbar. Hölderlin setzt deshalb in seiner daran anschließenden geschichtsphilosophischen Analyse Geist bzw. Kunst und Natur, deren extreme Entfremdung die fundamentale Krise der modernen, aufgeklärten Zeit ausmacht. Hölderlin setzt also Kunst und Natur nicht mehr in ein bloßes Negationsverhältnis, sondern geht jetzt von der Gleichberechtigung der Glieder der Antinomie aus. Es geht nicht länger mehr um eine Negation des Organischen zugunsten des Aorgischen, wie er schreibt. Also eine Negation der Selbsttätigkeit und Reflexion zugunsten des Unbewusst Einigen, sondern jetzt bedürfen Natur und Kunst einander, um sich in ihrem eigentlichen Sinn zu erfüllen. Der Grundwiderspruch von Natur und Kunst konstituiert die Welt im Allgemeinen wie den Einzelmenschen im Besonderen. Der Ausgleich lässt sich in Zeit und Welt nur tragisch herstellen. Erst die Kunst bringt die Natur in ihrem Eigentlichen zur Geltung. Ziel ist eine dauerhafte, die Differenzen wahrende Vereinigung des Allgemeinen und Besonderen. Es kommt zu einer Verwechslung der Entgegengesetzten. Natur wird organischer, der Mensch wird aorgischer. Die Bedeutung dieser Analysen für die Homburger Dialektik liegt darin, dass Hölderlin die Gegensätze Natur und Kunst jetzt geschichtsphilosophisch erklärt. Soll die harmonisch entgegengesetzte Einheit, in der die Extreme unterschieden noch und gerade in ihrer Einheit bleiben, soll diese Einheit erkannt und nicht nur gefühlt werden, so muss sie sich entzweien. Soll das eine Leben erkennbar sein, schreibt Hölderlin, so muss es dadurch sich darstellen, dass es sich trennt. Und die Tragödie ist nun genau die Mitte dieses Prozesses, des Kampfes der entgegengesetzten Extreme. Hölderlin hat einen neuen Begriff von Ganzheit gewonnen. Es geht im Spätwerk nicht mehr darum, Natur, das Irrationale, gegen das Bewusstsein, das Rationale, die Kultur auszuspielen, sondern beide miteinander zu vermitteln. Ein schönes Beispiel dafür ist auch die Ode Natur und Kunst. Der zweite Text, auf den ich eingehen will, ist der Text Das untergehende Vaterland. Oder anderen Titel, in anderen Ausgaben, das Werden im Vergehen. Dieser Text steht in sehr engem Zusammenhang mit der Empedokles-Tragödie und ist ein geschichtsphilosophischer Entwurf. Hier wird die Dialektik des revolutionären Übergangs
von Hölderlin zur modellgeschichtliche Entwicklung überhaupt gemacht. Und eben, dass das Besondere mit der Theorie des Tragischen gekoppelt. Also Theorie der Revolution und Theorie des Tragischen sind hier zusammen gesehen. Den Geschichtsprozess wie den tragischen Prozess bestimmt Hölderlin als einen Prozess der Negation der Negation. Der Widerstreit erscheint als eine Form der Seinsdarstellung in der Mitte von Prozessen. Auch hier geht es wieder um das Verhältnis von Geist und Zeichen. Diesmal gefasst als harmonische Entgegensetzung zwischen endlich individuell Idealem und unendlich Realem, beziehungsweise zwischen Sinnlichkeit und Leben, wie Hölderlin das Verhältnis von Epik und Lyrik fasst. Beide werden in der Tragik vereinigt. Die Bedeutung des Aufsatzes liegt darin, dass Hölderlin hier die Anschauung vom notwendigen Herausgehen des einen Seins in die stoffliche Welt seiner, wie er immer schreibt, Fühlbarkeit, also Erkennbarkeit, auf die Geschichte des Vaterlandes überträgt, in dessen Phase des Untergangs nicht nur die Chance einer umfassenden Erneuerung gelegen ist, sondern vor allem auch der Ursprung des Bewusstseins, seiner Integration in die Geschichte der Menschheit. Dies verdeutlicht vor allem das Segment am Rande, das beginnt denn die Welt aller Welten. Für Michael Franz die Summe des hölderlinschen Weltverständnisses. Die Welt aller Welten, schreibt Hölderlin hier, stellt sich dar einmal in aller Zeit, das heißt im Ewigen, in Zeitlosigkeit, kurz in der intellektuellen Anschauung. Aber zum anderen, und darin besteht das aufregend Neue, auch im Moment, also im Kairos könnte man sagen, das heißt im Untergange einer besonderen Welt. Hölderlin formuliert hier nicht nur ein realdialektisches Gesetz der Weltgeschichte, sondern er formuliert auch ein Gesetz für die Dichtung, dass sie nämlich an die Zeitenwende gebunden sei. Im Letzten ist aber dieser Satz deshalb von so exemplarischer Bedeutung, weil hier die Einheitsanschauung auf die Geschichte des Vaterlandes, übertragen wird. Das eine Sein bekommt eine Geschichte. Zeit und Geschichte werden für Hölderlin zu Bedingungen der Fühlbarkeit des ursprünglichen Enkaipan. Das Verhältnis von Gott und Geschichte wird als Grundzeichenrelation gefasst. Das früher statisch differenzlose Eine wird zu einem lebendigen Ganzen. Sogar, wie Hölderlin in der zweiten Fassung präzisiert, zu einem lebendigen, aber besonderen Ganzen. Das heißt zu dem, was Hegel wenig später konkrete Totalität nennen wird. Ganz ähnlich ist die Argumentation in dem Aufsatz die Bedeutung der Tragödie. Die Ursprünglichkeit, so schreibt Hölderlin auch hier, bedarf eines Zeichens, um zur Erscheinung zu kommen. Die Tragödie nämlich. Doch da dieses Zeichen gleich Null ist, kommt hier das Ursprüngliche voll und ganz zur Geltung. Es ist umstritten, ob dieser Text den Abschluss des Empedokles-Projektes, das wir ja so in die Zeit zwischen 1798 und 1800 verorten, also ob dieser Text den Abschluss des Empedokles-Projektes oder eine Vororientierung zur geplanten Einleitung in die Sophokles-Übersetzungen von 1803 darstellt. In jedem Falle bilden die dichtungstheoretischen Aufsätze der Homburger Zeit und die Arbeiten am eigenen Empedokles-Drama eine Vorbereitung zu der Theorie der Tragödie, wie sie Hölderlin dann in den Anmerkungen zu seinen Übersetzungen des König Ödipus und der Antigone von Sophokles entwickelt hat. Erst spät, das wissen Sie wahrscheinlich, ist diese letzte selbstständige Veröffentlichung Hölderlins ernst genommen worden.
Bis heute lässt man zum Beispiel die befremdlichen, aber eindeutigen Worte gegenüber der Prinzessin Auguste, der das Werk gewidmet ist, zumeist auf sich beruhen. Ursprünglich wollte Hölderlin alle Tragödien des Sophokles übersetzen. Mit dem Aias hatte er auch schon angefangen. Dass er den Ödipus und die Antigone auszeichnete, steht in der zeitgenössischen Tradition und der geschichtlichen Situation. Seit Aristoteles galt Ödipus Rex als die Tragödie schlechthin. Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts wurde dann die Antigone, etwa von Hegel, als höchste Form der Tragödie, ja der Kunst schlechthin, geschätzt. Hölderlin deutet Sophokles von den Bakchen des Euripides her, also vom Modell einer, wie man sagen könnte, Kulturrevolution. Dieses Drama hatte er schon in Tübingen zusammen mit Hegel kennengelernt. Hier in Tübingen waren auch die ersten Übersetzungsversuche entstanden. Die Grundlage der Übersetzung bildete dabei die sogenannte Juntina-Ausgabe. Hegel hat sich auch die Noten Brunks zu Sophokles vollständig abgeschrieben. Die Antigone wurde bevorzugt, weil die Hauptfigur eine Revolution bewirkt. In Frankfurt entsteht Hölderlins berühmtes Epigramm über Sophokles. Hier wird der Ödipus noch als Modell gesehen. Später, 1834, hat Ödipus Schuld, weil er den Orakelspruch zu priesterlich deutet, sich zum Herrn des Orakelspruchs macht. Im Herbst 1799 hat Hölderlin das erste Standlied aus der Antigone übersetzt, allerdings noch gemäßigter, man könnte sagen humanistischer. Ein Blatt ist überliefert, auf dem Hölderlin sich das Metrum für den Parodos genauer aufzeichnet. Rosenkranz berichtet von Hegel Ähnliches. Das Neue an den Anmerkungen Hölderlins ist, dass nach 2000 Jahren die griechische Tragödie im Ganzen als Rhythmus aufgefasst wird. Der Sturm und Drang hatte die Metren verworfen. Goethes Iphigenie sie rehabilitiert, allerdings noch keine antiken Metren. Dies versuchte erst Syvern 1802 mit den Trachinierinnen. Hölderlins Antigone-Übersetzung entstand nach der Ödipus-Übertragung in der Einsamkeit von Nürtingen. Die Rezeption dieser Übertragung war zu seiner Zeit einhellig ablehnend. Voss, Schiller, Schelling und Hegel haben den Dichter ausgelacht. Erst Bettina Brentano hat die Übersetzung ernst genommen. Heute, seit Karl Orff und Bertolt Brecht, sehen wir in Hölderlins Text eine Fassung, die der griechischen Sprache am nächsten von allen steht, was aber durchaus zweifelhaft ist. Was war Hölderlins Ziel? Hölderlin hat mit seiner Übersetzung versucht, einer hesperischen, also abendländischen Tragödie vorzuarbeiten. Er versucht deshalb bewusst, die Antigone ins Christliche zu transponieren, weil dieses Drama für ihn der Übergang vom griechischen zum hesperischen Drama ist. Antigone, so die Begründung, finde für die Exzentrizität eine neue und stärkere Mitte als die Griechen. Das Drama selbst wird mit christlichen Begriffen durchsetzt. Sie finden da Begriffe wie Anfechtung, Hölle, also die wirklich unantik sind. Der Übergang zum neuen Geist hesperischer Republik ist in der Antigone in fast jedem Wort fassbar. Hölderlin rückt die Antigone in die Nähe des Ödipus und beide in seine eigene Nähe. Er identifiziert sich selber mit der Antigone und kämpft gleichzeitig dagegen an. Den Akt der Blasphemie übersetzt er als ein Kennenlernen Gottes, als neue vergeistigte Form der Gottesbegegnung. Das Grundprinzip der Hölderlinschen Deutung des Tragischen in den Anmerkungen hat Jochen Schmidt, wie ich finde, sehr gut herausgearbeitet in seinen Kommentaren zu der
DKV, also Deutsche Klassiker Verlag, Ausgabe. Hölderlin fasst den tragischen Helden auf als das Individuum, als das Begrenzte, auf das das Entgrenzende, das Elementare, nämlich der Gott, einwirkt. Der eigentlich tragische Vorgang besteht darin, dass das Individuum aufgesprengt und in eine andere Welt gerückt, wie Hölderlin sagt, wird. Innerhalb dieser Auffassung des Tragischen als Exzentrisches fortgerissen werden, geht es nicht um den Charakter des Helden oder sein Schicksal, sondern der Held ist nur Medium für ein überpersönliches Geschehen. Antigone versucht sich, genau wie Ödipus, gegen den Gott, das Aorgische, zu behaupten, indem sie sich auch in der Sphäre des Bewusstseins bewegt, allerdings im Unterschied zu Ödipus reaktiv, da sich das Bewusstsein zum Höchsten steigert. Hölderlin spricht davon, dass Antigone auf dem höchsten Bewusstsein dem Bewusstsein ausweicht. In dem verzweifelten Bemühen, zu sich selbst zu kommen, lässt Antigone das Bewusstsein hinter sich. Das Ungeheure, das hier beobachtbar ist, nämlich etwas zu erreichen, das nicht mehr Bewusstsein ist, wird fast verklärt. Dies wird mit der Blasphemie konnotiert. Hölderlin spricht vom Antitheos. Der blasphemische Widerstand gegen den Gott, Freigeist, ist die vorletzte Phase des tragischen Geschehens. Sie wirklich der gegenwärtige Gott ergreift, schreibt Hölderlin. Das Furchtbare ist, dass diese Aussagen hier mit dem übereinstimmen, was Hölderlin im zweiten Böhlendorf-Brief über sich selber sagt. Im dritten Abschnitt der Anmerkungen zu Antigone wird dies ausgeweitet. Durch das einzelne Tragische hindurch ereignet sich Geschichtliches. Gedeutet wird dies vor allem am Modell einer Kulturrevolution. Wir haben es mit einer höchst komplexen Zusammenführung der drei Ebenen von Wirklichkeit, Sprache und Darstellung zu tun. Es gibt die Verfahrungsart und den Aufruhr, die miteinander verbunden werden. Es geht Hölderlin um das Problem der weltgeschichtlichen Wende, also des Umbruchs von der Antike zur Neuzeit, übertragen auf die Umbruchszeit, die durch die Französische Revolution eingeleitet wurde. Antigone ist die Tragödie des Übergangs von der Antike zur Neuzeit. Die vaterländische Umkehr als Umkehr aller Vorstellungsarten und Formen, von der hier die Rede ist, ist die direkte Fortsetzung des im Grund zum Empedokles Ausgeführten. Hämon und Antigone stehen für die heraufkommende republikanische und humanistische Geistesform. Antigone ist auch ein bisschen gestaltet nach der Figur einer christlichen Märtyrerin. Die Vernunft des Staates wandelt sich von tyrannischer Selbstherrschaft zur konstitutionellen Monarchie. Kreon bleibt aber als Gewandelter. Dieses findet sich ausschließlich in den Anmerkungen zu Antigone und im ersten Böhlendorf-Brief. Im dritten Teil der Ödipus-Anmerkungen spielt das keine Rolle. Hier heißt es, die Darstellung könne nur durch die Struktur des Gegensatzes realisiert werden. Diese Struktur bestimmt den ganzen dritten Teil. Gott und Mensch paaren und scheiden sich. Tragik wird definiert als göttliche Untreue. Der Gott braucht den Menschen, um an ihm zu demonstrieren, dass der Gott den Menschen nie verfügbar ist. Deshalb vernichtet der Gott den Ödipus. Ödipus wie Antigone werden Verräter gegen den Gott, dem sie alles verdanken. Dahinter schimmert die aristotelische Katharsis-Theorie. Reinigend heißt es im Text durch. Im Aristoteles-Zitat geht es ebenfalls um die Darstellung der Naturmacht. Der Tragödienschreiber, heißt es hier, ist der Grammateus der Physis.
Oelderlin begründet damit den Gegensatz von Chor und Dialog. Ist der Dialog die Darstellung des Widerstreits von Gott und Mensch? So fasst Oelderlin den Chor als eine harmonische Form auf, in der sich die Gegensätze wieder aufheben. Ich vergleiche mal den dritten Teil der Ödipus-Anmerkungen mit den letzten Anmerkungen zur Antigone, so werden die Unterschiede deutlich. Bei Ödipus ist von Zorn die Rede, bei Antigone von Begeisterung. Am Anfang des dritten Teils der Antigone-Anmerkungen gibt es drei paradoxe Formulierungen über das Verhältnis von Mittelbarkeit und Unmittelbarkeit, die in den Ödipus-Anmerkungen fehlen. Es gibt die Begegnung. Das ist die Paarung. Tödlich faktisch meint mittelbar, tötend faktisch meint unmittelbar. Das Paaren und sich Scheiden des Gottes und des Menschen lässt sich grundsätzlich aufweisen, wohl aber nicht an einer bestimmten Stelle des Dramas. Die Anmerkungen zur Antigone enthalten darüber hinaus einen Exkurs zum Hesperischen und Griechischen. Oelderlin betont die Bindung des Dichters an, wie er schreibt, vaterländische Vorstellungsarten. Da die Völker ihre Stärke in dem haben, was ihnen nicht angeboren ist, so streben die Griechen nach Nüchternheit, Geschick und Athletentugend, und die Hesperier nach Leidenschaft. Das Schwierigste ist, das Angeborene wiederzufinden. Im ersten Böhlendorf-Brief wird es präzisiert. Eine Kultur muss das hinzuerwerben, was ihr nicht angeboren ist. Das Vaterländische muss, Zitat, so wahrhaft das Fremde sich aneignen. Da sehen Sie wieder den Terminus der Fremdheit. Das Vaterländische muss das Fremde sich aneignen. Die Griechen, denen das heilige Pathos angeboren war, müssen die nüchterne Darstellung lernen. Der Ursprung der modernen Kultur liegt nun gerade in dieser nüchternen Reflexionskraft. Als Ausgleich muss sie sich deshalb Leidenschaft aneignen, Pathos lernen. Wegen dieses Pathosbedarfs der Moderne, wie Wolfram Hohgrebe einmal treffend gesagt hat, wegen dieses Pathosbedarfs der Moderne dürfe man, so Oelderlin, die Griechen auch nicht einfach nachahmen. Außerdem, schreibt er, außerdem, was bei den Griechen und uns das Höchste sein muss, nämlich dem lebendigen Verhältnis und Geschick, dürfen wir nicht wohl etwas gleich mit ihnen haben. Die letzte Gestalt dieses Gedankens von der Kunst als Erbeutung des Fremden für das eigene, ist das Bild der Ausfahrt des Geistes, der Ausfahrt des Dionysos in die Kolonie. Sie kennen vielleicht das Zitat, das für Heidegger auch wichtig war, immer Kolonie liebt und tapfer vergessen, der Geist. Dazu gehört zu dieser Ausfahrt des Geistes in die Kolonie, dazu gehört die Vermittlung des Geistes an die Hesperier. Hierzu diente etwa die Umschreibung des antiken Götternamens in den Sophokles-Übersetzungen. Ja, soweit vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es sind sehr schwierige Texte, über die ich geredet habe und die es auch sozusagen nicht einfach macht, über sie zu reden. Aber ich hoffe, Sie haben vielleicht etwas von der Grundfigur verstanden, die ich versucht habe herauszuarbeiten. Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank für diesen schönen Vortrag. Natürlich viele Fragen und Schwierigkeiten zu klären gibt. Ich wollte erst fragen, ob meine Kollegen Fragen haben. Sonst würde ich mich da entscheiden. Ich glaube, in der Zwischenzeit habe ich auch den guten Degner dazu bekommen, der ich den Link geschickt habe. Der Germanistik in Salzburg. Hallo. Ja, hallo. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich habe leider den Anfang verpasst, aber ich glaube nicht viel.
Also, Ricardo, wenn ihr keine Fragen habt, darf ich was, eine kleine Frage machen? Ich habe eine ganz kleine Frage, also nur zu dem, was Sie sagen in Ihrem Vortrag, dass Hegel und Shelley sehr über die Übersetzungen von Hölderlin gelernt haben. Wahrscheinlich haben Sie da irgendwelche Quellen im Hegel-Archiv, die mir unbekannt sind. Das würde ich gerne wissen, also wie das belegt ist. Ich wusste nur von dem Laden von Voss und Schiller und dieser Gruppe um Goethe herum. Also das ist meine erste Divers-Frage. Und die zweite ist eine Frage, die kommt eher aus der anthropologisch-literarischen Perspektive. Also in Ihrem Vortrag sagen Sie, dass es ziemlich zweifelhaft ist, ob Hölderlin Griechisch sehr gut gesprochen hat und auch den griechischen Geist sehr getroffen hat. Das ist ja eine lang diskutierte Frage, die immer negativ beantwortet wird. Und die Abänderungen seiner Götternamen, die Umschreibung von Götternamen, wird immer als eine Art von Modernisierung verstanden. Allerdings habe ich also in jahrelanger Arbeit mit anthropologischen und literarischen Mitteln doch zeigen können, dass viele der Abänderungen sehr gut verankert sind im griechischen Vorstellungsbereich. Mhm. Ich bin sogar auf historische Details gekommen, die nie beachtet worden sind und verschiedene Interpretationsmuster, die man ändern muss, um verschiedene Stellen, die heute noch diskutiert sind, besser verstehen zu können. Und das ist nur durch die Abänderungen, die Hölderlin hinein nimmt in seinen Text, die also keine Modernisierungen in dem Sinn oder Verfälschungen des griechischen Geistes, sondern ein besseres Verständnis, ein moderneres, anthropologisch ja. Heute viel besser verständliches Bild von den Übersetzungen geben. Ich kann das jetzt natürlich nicht vorlegen, ich habe da mehrere Bücher drüber geschrieben, aber meine Frage ist, ob es nicht besser wäre, wenn man diese Christianisierung von Götternamen und diese Umschreibung in christlichen oder neutralen Ausdrücken, ob man die nicht besser als ein funktionales Verständnis von den griechischen Göttern verstehen kann. Weil in dem Fragment über Religion spricht ja Hölderlin davon, von einer universelleren Religion, einer Religion, die sich ganz universell kommunizieren kann. Also ich glaube, seine griechischen Vorstellungsmuster erlaubt ihm da so funktionale Äquivalenten herzustellen. Also das ist das Resultat von meinen Forschungen zu Hölderlin, die mehr eben aus der literarisch-anthropologischen Seite kommen. Also ich würde gerne wissen, was Sie halten. Ja, schwierige Fragen, über die man jetzt jede Ihrer beiden Fragen könnte man einen langen Vortrag darüber halten. Das Erste, die Beziehung Hölderlin zu Schelling ist bis heute relativ unaufgehellt, weil einfach zentrale Dokumente fehlen. Wir wissen, dass ein wichtiger Brief existiert hat, der aber verloren ist. Also Michael Franz hat sich in den letzten Jahren sehr bemüht, dieses Verhältnis zu rekonstruieren. Es bleibt aber ein großer Teil sozusagen historisch nicht wirklich nachweisbar. Das Verhältnis zu Hegel ist einfacher. Die haben ja nun wirklich zusammen da in Frankfurt gewirkt. Die Texte ähneln sich teilweise bis in die Formulierung hinein, die also in den Jahren 1797 bis 1800 entstanden sind. Da gibt es auch einen sehr viel ausgedehnteren Briefwechsel. Also da sind wir auf relativ sicherem Boden, als was das Verhältnis zu Hölderlin, zu Schelling angeht. Zweite Frage, die am schwierigsten ist. Einmal würde ich sagen, zur Übersetzung selber. Also ich war ja immer ein
sehr begeisterter Fan von Bernhard Böschenstein und Böschenstein hat immer ihre These auch vertreten, ja, dass die Übersetzung, wenn man genau hinguckt, sehr nah tatsächlich an der griechischen Vorstellungswelt ist. Und er hat ja auch in mehreren Aufsätzen diese Übersetzung genau einmal untersucht. Und ich glaube auch, dass es sozusagen richtig ist. Richtig ist, glaube ich, auch das funktionale Verständnis der Gottheiten. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der natürlich unter dem Gesamtziel ist, Modernisierung. Das würde ich schon sagen. Also es gibt den schönen Satz von Hölderlin, die Mythe beweisbarer darstellen. Ja. Das heißt beweisbarer, nämlich im Grunde für ein aufgeklärtes Zeitalter, für ein aufgeklärtes Publikum. Ja, man kann sie nicht eins zu eins sozusagen in ein aufgeklärtes Zeitalter transponieren, sondern man muss sie beweisbarer darstellen. Und ich glaube, diesem ganzen Prozess dient, glaube ich, sowohl die Übersetzung wie diese Mühe, dass er sozusagen einen Kommentar auch zu dieser Übersetzung schreibt. Und die zweiten Abschnitte jeweils dieser Anmerkung dienen ja der Begründung seiner Übersetzung. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiges Punkt. Wie modernisiere ich eine Tragödie? Wie zeige ich sozusagen, warum sie in eine solche revolutionäre Übergangszeit heute genau passen kann, wie sie damals sozusagen gepasst hat? Also insofern finde ich das einen ganz wichtigen Hinweis von Ihnen. Und die Götternamen sind sicher einmal natürlich, also wenn Zeus Herr der Zeit ist, dann ist das tatsächlich, dient das dieser Beweisbarkeit des Mythos. Auf der anderen Seite haben wir natürlich, man darf es nicht vergessen, haben wir natürlich trotzdem sehr viele Tendenzen, die sozusagen diese Transponierung des Griechischen ins Christliche andeuten. Ich hatte ja so ein paar Beispiele auch genannt. Auch es kommt plötzlich die Uhr vor, die Stundenschläge der Uhr. Also alles Sachen, die sozusagen mit der Antike historisch nichts mehr zu tun haben. Ja, das wird etwas sozusagen ins Christliche transponiert. Die haben mit Griechenland, also mit dem historischen Griechenland, wie Goethe sich's vorstellt, nichts zu tun. Aber wenn man sie als Verfremdungseffekte versteht, dann sind es, also in meiner Auslegung und was ich in meinen Büchern nachzuweisen versuche, sind das eben diese besonderen Stellen, wo das Lesen wie eine Zäsur behindert wird oder aufgescheucht wird, die dann genau auf diese strukturellen mythischen Zusammenhänge hindeuten. Also das ist natürlich ungeheuer kompliziert, ich kann das jetzt nicht auseinanderlegen, aber zum Beispiel die Abänderung, die spektakulärste Mein-Zeugs, die man immer als so eine Modernisierung betrachtet hat. Wenn man aber weiß, dass die Griechen gesagt haben, mein Zeus wohnt dort und dort, also auf Adresse, also irgendwie mit dem Pronomen, dann kommt man eben drauf, dann wird man darauf aufmerksam gemacht, dass Antigone nicht nur von Zeus spricht, sondern dass sie davon spricht, dass sie dem Zeus eigentlich sollte im zentralen Punkt des Hauses, des Palastes. Und da wird ja auch ihre Stellung als Epikläre verrückt, ganz klar. Also ich will da jetzt nicht hineingehen, weil das ist eine lange Geschichte. Aber das sind dann ganz spezifisch griechische Vorstellungsmuster, die den deutschen Lesern oder den modernen Lesern nicht so geläufig sind, auf die Hölderlin mit diesen Abänderungen hinweist. Ja, also, aber nicht ich finde. Nur Modernisierung, sondern Modernisierung, die auf moderne anthropologische Verständnis von Griechenland aufmerksam machen. Ja, interessant. Eine Modernisierung, die aber darauf hinausläuft, den eigentlich griechischen Geist wieder zu entdecken. Ja, das ist interessant. Und ich finde wichtig den Begriff der Verfremdung. Ja, das ist, glaube ich, das hölderliche Prinzip. Ich muss im Grunde das verfremden, um das Eigentliche wieder zu entdecken. Das ist ja eine Grundfigur, die sich sozusagen durch die gesamte Spätwerk bei Hölderlin zieht. Ja. Also ich kann Ihnen das dann schicken mal. Gerne. Das würde mich sehr interessieren. Also die Anmerkungen zur Sophokles beschäftigen uns schon Jahrzehnte. Wir hatten ja mal in Bad Homburg eine Tagung mit allen Experten und man hat über jeden Satz, glaube ich, also
einen langen Tag diskutiert, weil es einer der schwierigsten Texte überhaupt ist, den man sich in der deutschen Geistesgeschichte vorstellen kann. Und insofern wäre ich sehr dankbar für jeden Hinweis sozusagen in dieser Richtung. Also würde mich sehr freuen, wenn Sie mir das schicken. Gerne. Darf ich vielleicht doch auch eine Frage stellen? Und zwar betrifft es einen Begriff, den auch Michael Franz in seinem Vortrag allerdings eher nur kurz en passant erwähnt hat, den der Anagnorisis. Das ist jetzt von Aristoteles her gedacht. Für Aristoteles ist ja die Anagnorisis ein ganz wichtiges Prinzip. Und für ihn ist die beste Tragödie die, wo Anagnorisis und Peripetie zusammenfallen. Also wo diese Erkenntnis, ob man das jetzt mit Wiedererkennen übersetzt oder einfach mit einer plötzlichen Erkenntnis, also beim Ödipus dann die Selbsteinsicht, das war ja ich, die dann eben dieses Erkennen dann auch zu einem Handlungsumsturz führt. Gibt es eigentlich sowas in den Überlegungen von Hölderlin? Also könnte man sagen, diese Offenbarung, ist das sowas wie Anagnorisis oder hat dieser Begriff für ihn da keine Relevanz? Es ist sehr schwierig. Also Hölderlins Aristoteles-Rezeption ist immer noch ein großes Rätsel. Also es hat ja auch lange gedauert, bis dieses Aristoteles-Zitat in diesem schönen Aufsatz von Remy Braak ein bisschen näher erläutert worden ist. Wir wissen zwar, dass er sich mit der Katharsis-Theorie zum Beispiel beschäftigt hat und die hat auch Spuren hinterlassen, aber in anderer Weise als bei anderen Zeitgenossen. Also ich würde schon sagen, dass dieses Zusammenfallen von Erkenntnis und Peripetie eine Rolle spielt. Das Spannende bei Hölderlin ist, oder manchmal auch Erschreckende, dass das sozusagen immer auf seine eigene Person, sein eigenes Schicksal auch bezogen ist. Ja, das ist etwas, wenn Sie diesen Brief an Böhlendorf den Zweiten sehen, dann taucht das fast wörtlich wieder auf. Ja, dieses Geschlagensein durch den Gott, dieses Ankämpfen gegen einen übermächtigen Gott, dieses Ringen um Erhaltung von Identität, das sind alles Fragen, die ihn persönlich beschäftigt haben und die er sozusagen dann in der Struktur dieser Tragödien wiedergefunden hat. Das ist das Spannende für mich, das ist unabtrennbar, diese beiden Sphären. Insofern würde ich sagen, tatsächlich, auch in seinem eigenen Leben ging es um diese Erkenntnis, die auch dann sozusagen die Peripetie auslöst. Und das ist natürlich eine Grundstruktur in den Tragödien. Wie weiter es von Aristoteles sagt, ich wäre immer vorsichtig, weil wir da haben wir nicht wie Quellen. Man kann es so indirekt erschließen, ja, aber wir haben nicht sehr viel direkte Bezugnahmen. Natürlich hat er das gelesen, wie alle in der Zeit, ja. Aber es gibt jetzt nicht eine größere Auseinandersetzung, wie sie bei anderen Autoren haben, etwa mit der Katharsis-Theorie oder so, überhaupt mit der aristotelischen Poetik. Komischerweise gibt es mehr Anklänge an aufklärerische Poetiken. Viele, danke. Die nicht aus der Antike stammen. Also Aristoteles und Hölderlin wäre nochmal ein Thema. Das Interessante ist, wie gesagt, diese man kann es nicht ablösen von seinem persönlichen Verarbeitung seines persönlichen Schicksals. Und das geht ja weiter durch die Jahrhunderte. Also wenn Sie sehen, wie Paul Celan Hölderlin liest, dann genauso, ja, als jemand, der sozusagen von diesen Mächten verfolgt wird, unter denen er dann zusammenzubrechen droht. Das lässt sich auch sehr schön zeigen. Ne? Also es ist auch eine Sache, die sich dann sozusagen in der Rezeptionsgeschichte auch fortsetzt. Weh mir, ja, dieser Ausruf, der ist, also ist auch ergreifend teilweise, wie Hölderlin auch in der Übersetzung diese Spuren, dieser übermächtigt sein vom Göttlichen auch verarbeitet. Darf ich auch mal? Ja, bitte. Ja, so, guck mal. Ja, jetzt verstehe ich Sie.
Ja, es bleibt aber immer dabei. Aber nicht bei mir. Jetzt verstehe ich nichts. Bei Katrin hat es auch schon Echo gegeben. Wieder Hau. Ricardo, du kannst nicht bemerken, wo das bei mir ist. Nicht, Bei mir ist auch Mut das Mikrofon. Ich weiß nicht, woher es kommt. Aber Sie verstehen. Mal sehen. Ja. Also die meisten gab es gerade keine Probleme der Verständigung. Keine Probleme. Das ist sehr, sehr unangenehm. Das wird auch über YouTube ausgestrahlt. Aber ich machen wir mal. Ich hatte Ihren Text auf Englisch gelesen. Ja. Es ist freudig gewesen, es auf Deutsch zu hören, weil das klingt dann mehr an der Wurzel. Und ich hatte im Allgemeinen geht es mir da auch um eine Interpretation von Hölderlins Tragödientheorie. Und das gehen wir wahrscheinlich sehr auseinander, deswegen werde ich gar nicht in diese Sache eingehen. Aber ich hatte nicht zwei Sachen. Hören Sie mich jetzt? Ist besser. Also, ja, also, geht auch wieder weiter. Über zwei Begriffe, zwei Ausdrücke, die da vorkommen, das eine, dass mir so Schwierigkeiten immer von der Form her gemacht hat, das ist das Aorgische. Wenn man beim Krim nachschlägt, das gibt es aus dieser Zeit von Goethe und anderen, dass schon der Begriff unorganisch, aber aorgisch, das ist ja eine Bildung von Hölderlin selbst. Das würde mich interessieren, ob Sie dazu noch etwas Erfahrungs vermitteln können über diesen Ausdruck, den er da will. Das hat nur ein drittes über das Hesperische, das haben Sie schon klar auch zum Ausdruck gebracht. Und dann noch das immer wieder polemische, das Vaterländische oder das Vaterland. Es wäre also, würde mich interessieren, wenn Sie aus Ihrer Erfahrung heraus etwas über diese zwei Ausdrücke, das Aorgische und das Vaterländische, noch etwas. Ja, vielen Dank. Also das Aorgische in der Tat, also soweit ich auch die Forschung kenne, eine Neuprägung von Hölderlin, aber vorbereitet durch einen ähnlichen Begriff bei Schelling. Das müsste ich jetzt nachgucken. Ich kann mich schwach erinnern, dass da also Studien gab, die eine ähnliche Prägung bei Schelling nachweisen. Natürlich im Gegensatz eben gesagt zum Organischen, um also diesen Gegensatz von Kunst und Natur mit anderen Begriffen noch einmal zu fassen. Das Vaterland ist schon spannender. Wie Sie wissen, gibt es eine lange Tradition in Deutschland der Hölderlin-Rezeption, die ihn als Nationalismus interpretiert hat. Ja, der Tod fürs Vaterland, also dieses frühe Gedicht, wurde ja sozusagen schon zur Zeit des Ersten Weltkrieges in einem wirklich nationalistischen Sinne gedeutet, bis hin dann zum Nationalsozialismus, bis man feststellte, dass Vaterland damals etwas Republikanisches bedeutet hat. Ja, nichts sozusagen im späten Sinne des 19. Jahrhunderts, sondern tatsächlich ein Bezug auf eine republikanische Form, die durch die Französische Revolution überhaupt erst in das Bewusstsein der Leute gekommen ist. Im Spätwerk gibt es ein bisschen andere Prägung dieses Begriffs. Da ist das nämlich etwas, das heißt einfach das mir eigene. Man könnte auch sagen,
die kulturelle Identität. Dafür steht eigentlich dieses Vaterländische, auf dessen Boden ich mich bewege. Aber und das, jetzt kommt das Interessante, und das führt sozusagen ja in ganz moderne Diskussionen. Ich kann dieses Vaterländische oder das eigene nur dann wirklich als eigenes annehmen und erkennen, wenn ich durch die Fremde gegangen bin. Ja, das ist, deshalb finde ich das hochspannend, dass Hölderlin einer derjenigen ist, der also den Begriff der Fremdheit, den sie heute in der Philosophie ja wieder haben bei Waldenfels oder Levinas, Hölderlin diesen Begriff der Fremdheit so unendlich positiv besetzt im Späten. Es gibt keinen anderen Weg zum eigenen als durch die Fremdheit. Es gibt keinen anderen Weg zum Beispiel zur Natur als durch die Kultur zum Beispiel. Ja, und das ist also diese bestimmte Prägung des Vaterländischen, die immer mit dem Fremden und dem Unvaterländischen oder eben mit der Kolonie, denken Sie, ne, Kolonie liebt und tapfer vergessen der Geist, also mit der Ausfahrt des Geistes auch gekoppelt ist. Insofern auch hier überhaupt nichts Nationalistisches, sondern im Gegenteil. Ja, die eigene Kultur funktioniert nur durch die Begegnung und dem sich Aussetzen, muss man fast sagen, auch der fremden Kultur. Das finde ich das Spannende an diesen späten Hölderlin-Texten. Darf ich auch eine Frage stellen? Ja, selbstverständlich, natürlich. Hören Sie mich ohne Widerhall oder verstehen ja, Sie mich gut? Ja, es geht, ja. Herr Diamer, also vielen Dank für Ihren interessanten Vortrag. Und meine Frage betrifft, wir sprechen jetzt über Widerhall, ne? Den Widerhall der jener Zeit, hier in der Homburger Konstellation, die Sie in Betracht ziehen. Sie haben anfangs über einen gewissen Antagonismus gesprochen, bei Utai und Sai, der gewissermaßen in harmonischer Entgegengesetzung aufgehoben wird, wenn ich Sie richtig verstehe. Also, wenn Sie das Fragment das untergehende Vaterland hier darstellen. Sie sagen an einer gewissen Stelle, dass Hölderlin die Einheit der Anschauung auf die Geschichte überträgt. Das heißt, das eine sei, qua Enkaipan, erhält eine Geschichte. Also mit anderen Worten, die Einheit wird hier dynamisch. Sie wird ein lebendiges, aber besonderes Ganze. Und wenn ich etwa an das Enkaipan der Vorrede der vorletzten Fassung Hyperions denke und dann anschließend auch an Ausdrücke wie eines zu sein mit allem, was lebt, das ist das Leben der Gottheit, der ersten Briefe des Romanes, oder an den Namen des, das eins ist und alles, die Schönheit in der Begegnung mit Diotima. Und dann am Ende des ersten Bandes, das eine in sich selber unterschieden, Hendiaferon, Reautor, also die Philosophie, dann scheint mir eine Art progressiver Dynamisierung des Enkaipans schon am Werk zu sein. Also würden Sie das zustimmen? Was denken Sie darüber? Und wenn das der Fall ist, wie bezieht sich diese Dynamisierung mit dem Aufsatz Werden hintergehen? Ja, ich würde Ihnen hundertprozentig zustimmen. Also ich habe damals versucht, so eine Art Entwicklungsgeschichte in meiner Dissertation zu machen und zu zeigen, dass tatsächlich mit dem zweiten Band des Hyperion schon eine solche, wie Sie richtig gesagt haben, Dynamisierung oder Historisierung dieses einen Seins einsetzt. Da kann man verschiedene Stufen sehen, genau was Sie auch zitiert haben, dieses Hendiaphoron, Herr Otto, Heraklit, aber es gibt auch viele andere Dinge, die Aufwertung des Leidens zum Beispiel im zweiten Band des Hyperion. Ja, da haben wir tatsächlich den Beginn eines Prozesses, der dann sozusagen im Spätwerk kulminiert. Ich glaube tatsächlich, dass es ein Prozess ist, den man vielleicht umschreiben könnte, die Geschichte wird ernst genommen. Die Geschichte muss nicht übersprungen werden zum Ursprung hin, sondern die Geschichte ist der notwendige Weg, überhaupt zu dem Ursprung zu kommen. Ja, also es ist sozusagen, man kann sagen, ein zu primitiv verstandener Rousseauismus wird zunehmend abgebaut. Es werden nicht mehr diese beiden Pole, was weiß ich, Natur und Gesellschaft gegenübergestellt,
sondern am Ende ist die Einsicht, dass es gar keinen Weg zur Natur, gar keinen Weg zum Unmittelbaren gibt, ohne diesen Weg durch die Geschichte und durch die Kultur. Das ist aber eine Sache, die in einigen Texten um 1800 zu beobachten ist. Also es gibt einen Satz etwa in Schillers ästhetischen Briefen, ja, dass es keinen Weg zur Natur gibt als über die Kultur zum Beispiel. Es ist immer die gleiche Idee, wie kann ich sozusagen diese Phase von Geschichte, von Entfremdung, von Dynamisierung ernst nehmen? Ist sie nur ein Abfall? Ist sie nur eine Störung sozusagen des Einseins oder ist sie nicht notwendig, überhaupt um zur Erkenntnis des Einseins zu kommen? Und daraus folgt diese grundsätzliche Ablehnung des Unmittelbaren. Ja, also Hölderlin ist jemand, der sagt, es gibt keinen unmittelbaren Zugang zum Göttlichen, zum Einsein. Es gibt nur die Mittelbarkeit. Da gibt es ja ein berühmtes Pindar-Fragment, wo er das ja auch nochmal in den Kommentaren deutlich macht. Das ist eigentlich das Interessante. Das verbindet ihn auf eine gewisse Weise mit Hegel. Aber ich würde Ihnen völlig zustimmen. Es gibt eine graduelle Entwicklung zu dieser späten Historisierung und Dynamisierung des Einseins. Man kann natürlich, also ich bin ja auch, war ich immer mit Dieter Henrich so ein bisschen im Clinch. Man kann natürlich, wenn man sehr genau ist, auch schon selbst in Urteil und Sein feststellen, dass diese beiden Pole nicht so ganz antagonistisch gegenüberstehen. Denn es gibt ja diesen dritten Abschnitt von Urteil und Sein, in dem es um die Kategorien geht, um die Modalkategorien zum Beispiel. Ja, das kann man auch interpretieren als eine Vermittlungsform zwischen diesen beiden Sphären. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, so, dass Hölderlin zunehmend das Problem der Geschichte ernst nimmt. Vielen Dank. Ja, bitte. Ja, wenn Sie noch Fragen haben. Ricardo? Sind noch Fragen aus dem YouTube gekommen? Nein? Eigentlich, ich bin nur neugierig und eine kleine Passage, eine kleine Stelle in den Text weiter zu kennen, worum es geht. Sie sagen, vielen Dank für den schönen Vortrag. Und ich habe nur diese Neugierigkeit. Sie schreiben, dass Hegel eine sehr schlechte Rezeption von Hölderlin Übersetzung von Antigone gemacht hat. Er sollte gelacht oder etwas Ähnliches als seine Reaktion auszudrücken. Dann ja. Ich wollte nur weiter wissen, woher das kommt, wo Hegel das geschrieben hat oder könnte man herausfinden, dass eine so schlechte Eindruck von Hölderlins Übersetzung hat. Also das ist abgedruckt in den Dokumenten zur Stuttgarter Ausgabe im Band 7. Da gibt es diese späten, da gibt es einmal diese freundlichen Erinnerungen von Hegel, also da saß, also Rektor war und sich erinnerte an die Homburger Zeit. Und da gibt in dem Zusammenhang gibt es aber auch eine Stelle, wo er sagt, der Hölderlin war also mit diesen Sophokles-Übersetzungen leider schon so verwirrt, dass man das nicht ernst nehmen kann, so in dieser Richtung. Und diese anderen Berichte sind ja klar, das wissen wir, dass also diese Berichte sind, wir sind vor Lachen vom Stuhl gefallen, heißt es ja, von den Romantikern da. Ne? Nur Bettine war dann die Erste, die das ernst genommen hat. Aber Hegel gehört zu denen, die ja ohnehin dann auch überhaupt geschwiegen haben dann zu Hölderlin. Es gibt ganz wenige Zeugnisse späten Hegel, wo er sich teilweise positiv, aber teilweise eben auch negativ zurückerinnert. Aber Hölderlin war für ihn ein verwirrter Geist.
ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und er hat das auch, wie viele Zeitgenossen, das, was Hölderlin dann geschrieben und den Druck gegeben hat, auch nicht mehr ernst genommen. Und das hat ja lange gedauert. Also müssen Sie sich ja vorstellen, dass es ja bis zur Hellingrad-Ausgabe gedauert hat, dass man das Spätwerk Hölderlins überhaupt begann, ernst zu nehmen. Vielen Dank. Bitte. Also, Ricardo, wenn du keine Fragen hast aus dem YouTube, hast du da was geschrieben, was Schriftliches, dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt schließen. Ich will nur ankündigen, dass der nächste Vortrag von Uta Digner sein wird. Wir sind ganz gespannt, was da für eine Beziehung zwischen Hölderlin und Elfriede Jelinek besteht. Also das wird ja wirklich ganz toll. Ich kann vielleicht auch sagen, ganz kurz, dass ich mich vor allem auf Lust beziehe, ein Roman von Jelinek von 89. Ich weiß gar nicht, ob der übersetzt ist. Ins ja. Ah ja, sehr gut. Bekannt gegeben, ja. Der ist gut übersetzt. Das ist, die Leute sind schon benachrichtigt und werden also jetzt schnell da nachlesen. Also das wird sehr spannend werden. Und also ich freue mich ungeheuer, dass wir das zustande gebracht haben, Christoph, dass wir uns da kennengelernt haben und jetzt so ein bisschen Familiarität. Ja, so hat man sich etwas kennengelernt, finde ich sehr, sehr schön. Ja, weil soll ja eigentlich diese Vortragsreihe soll ja nur eine Vorbereitung sein für den Kongress, den wir immer noch machen wollen. Ja. Und da können wir dann in der Zwischenzeit irgendwelche Ideen auswechseln und das irgendwie abändern, dass es nicht mehr so eine Gedenkfeier wird, sondern was anderes. Genau. Dann sieht es sehr anregender. Ja, gerne. Also, ich danke allen Teilnehmern am YouTube und hier für die ungeheuer stimulierenden Fragen und natürlich den wunderbaren Vortrag, den Sie gehalten haben. Und wir freuen uns auf die Fortsetzung nächste Woche und dann im nächsten Jahr. Nein, nicht nächste Woche, sondern am 24. November, also 14 Tage. Ich bekomme die Einladung lieber zu den Vorträgen auch, ne? Dass ja, ich dann auch wir werden es schon schicken. Ja, ja. Okay, ja, ja. Perfekt. Wir Sehr schicken gut. das. Okay. Also, alles Liebe. Einen schönen Abend für Sie. Ja, an und Ihnen auch. Alles Gute, vielen Dank. Bis bald. Ja, bis bald. Ciao, Uta.